Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe jetzt Lust, eine Runde zu programmieren, und zwar auf Basic mit The 6CC. Ja, Computer ist soweit aufgebaut. Ich würde sagen, ich starte mal das erste Programm. Das ist schon auf meinem USB-Stick drin. Ich denke mal, so müsste es gehen. So müsst ihr alles lesen können. Jetzt muss ich erstmal die richtige Diskette mounten. Dazu muss ich einmal in das Menü rein, Medienauswahl. Und dann habe ich irgendwo meine Sammlung, meine Projekte. So, die Diskette ist gemountet und mit einem altbekannten Befehl laden wir uns erstmal das Directory rein. Und hier wären die Programme drin, die ich schon geschrieben habe. Nein, das habe ich nicht geschrieben, IT. Das Programm habe ich selbst abgetippt. Genau wie den SID-Test, weil mit meinem Original-Commodore hatte ich Probleme mit dem Sound und deswegen dieses Programm selbst abgetippt und noch ein wenig verändert. Ende. Enter, dann machen wir das. Dann kommt noch ein kleiner Farbtest. Dann werden die ganzen Farben 1 bis 16 werden einmal durchgerattert. Einmal Hintergrund und einmal der Bildschirm. Rand quasi. Und dann noch einmal die Schriftfarbe. Das habe ich jetzt selbst programmiert. Aber im Endeffekt alles, was ihr an Text seht, das habe ich jetzt selbst programmiert. Das ist jetzt nichts Wildes, sage ich mal. Also ursprünglich war wirklich nur die reinen Poke-Befehle hier, die den Sound generieren. Da bin ich eigentlich ehrlich gesagt raus. Da weiß ich nicht genau, wie es funktioniert. Das habe ich mir quasi geklaut. Und den Rest, den ihr jetzt hier seht, auch mit dem Anfangstext. Na, ein bisschen zu weit. Na, ich drücke mal die verkehrte Taste. So, jetzt aber. Genau. Zum Beispiel mit dem Befehl printcr R-Dollar 147. Damit wird der Bildschirm geklärt. CA-Dollar 8 ist, meine ich, damit man eine Sperre hat für Groß- und Kleinschreiben. Und hier wäre ein Poke-Befehl, dass er in Kleinschrift wechselt. Ja, hier wäre ein Poke-Befehl für die Hintergrundfarbe schwarz und Bildschirmfarbe schwarz. Und hier wäre dann der Text, Sound. Ja, und dann noch, es läuft. Wenn Sie jetzt etwas hören, ist alles okay. Genau, dann beginnt sofort der Soundtext. Gut, ich zeige euch doch mal eben noch etwas. Ich starte das Programm noch mal mit Run. So, was habt ihr jetzt gesehen? Genau, und wenn ich jetzt Commodore und Shift drücke, dann wäre hier eine Sperre, dass die Groß- und Kleinschrift nicht verändert werden kann. Und wie man sieht, er ist sofort in Kleinschrift rüber gesprungen. Das habe ich hineinprogrammiert. So, was habe ich noch hineinprogrammiert? Müssen wir uns mal kurz mal gucken. Das, wie gesagt, sind die Poke-Befehle. Die habe ich mir gemopst. Und dann kommt das nächste. Dann wird wieder, was ist Poke 646? 646, einfach mal testen. Was ist das? Ach so, dann wird die Farbe schwarz gepokt. Muss ich selber erstmal überlegen. Ich habe mir selbst so eine Liste gemacht. Genau, und mit Reverse-Herzchen wird der Bildschirm auch nochmal geklärt. Print CAR $9 können wir sofort testen. Was bewirkt das? So, Print CHR Dollar bewirkt die Aufhebung des Umschaltens von Klein- auf Großschrift. Das zeige ich euch nochmal eben. So, es war Print 9. So, jetzt kann man wieder über Shift und Commodore kann man das umstellen, wenn man das nicht will. Aber mit Print CAE Dollar 8 das Ganze blocken. Wenn ich jetzt drücke Shift und Commodore, dann kann man nicht so ohne weiteres umstellen. Mit
9 kann man das wieder aufheben. Genau, so, wo bin ich stehen geblieben? Hier. Ja, und dann sehe ich gerade, ist hier ein Fehler. Eigentlich sollte er noch Commodore 64 hier ausgeben. Run 310. Ende, Enter. Ah, jetzt habe ich den Fehler gefunden. Und zwar wird jetzt das Commodore-Bild gezeigt. Das habe ich einfach so ein bisschen nachgebaut. Aber er springt sofort in den nächsten Befehl. Und das will ich nicht. Gut. Dann programmieren wir hier mal weiter. Ich mache mal List 350 bis. So. Hier soll so eine Art Reset vorgetäuscht werden. Aber dann springt er sofort wieder weiter in Print Clear und macht den Farbtest. Also, ich möchte jetzt einbauen, dass er erst per Tastendruck zum Bildschirmtest überspringt. Und da gibt es den Befehl get $KDollar. Als Beispiel, K für Key, ja, wenn, also get guard gleich irgendeine Taste, dann 502. Und wenn das nicht ist, go to 500. Ja, wir machen mal sofort einen Test. Er soll am besten hier bei 350 anfangen. Dann sagen wir run 350. Syntax Error in 500. Dann schauen wir uns die 500 nochmal an. Geteilt durch if $KDollar get $KDollar geteilt durch if $KDollar gleich then 510, ansonsten go to 500. Ich teste mal, ob das jetzt funktioniert. Ja, er hat keinen Fehler gemacht. Dann 510, ansonsten go to 500. Run 500. Nein. List 500. Dann muss das umgekehrt sein. Dann 500, ansonsten go to. Ansonsten geh weiter. Run 500. Jetzt macht er nichts, jetzt passiert nichts. Ich drücke eine Taste. Und dann springt er weiter. Ja, so genau habe ich mir das vorgestellt. Ich schalte das Programm nochmal von ganz vorne. Ohne den Soundtest. So ab 310. Dann sage ich ihm Run 310. Das ist schön am Basic. Man kann auch mittendrin starten. So, genau. So wollte ich es haben. Wenn jetzt eine Taste gedrückt wird, ich drücke mal Enter. Genau, und dann springt er rüber. Noch schöner wäre es natürlich, wenn der Cursor blinken würde. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Oder ich mache das mit Input. One Stop. Und damit können wir das Ganze dann auch nochmal. So, 500 bis. Jetzt habe ich aber hier nicht viele Zeilen. Ich habe genau 501 bis 509 zur Verfügung. Ich mache den mal auf 09. Ne, den mache ich auf 09. Und den mache ich auf 08. List 500 bis 510. Ups. Bis natürlich. Bis ins Minus. So, die 502 brauchen wir nicht mehr. Die können wir löschen. Einfach die Zahlennummer eingeben. Und die 504 können wir auch löschen. 500 bis 510. So. Vielleicht nehme ich den doch. Man kann auch eine Zeile ausblenden. Mit REM. Dann wird die einfach ignoriert. Und dann hätte ich 501 bis 507 frei. Das sollte passen. Ich habe den Code insofern geändert. Also, er printet jetzt ready. Dann kommt eine Warteschleife. Dann wird der Cursor wieder gelöscht. So, ich bin so langsam auf dem richtigen Weg. Der Cursor blinkt. Vielleicht ein bisschen zu schnell noch. So, wie habe ich das jetzt hinbekommen? 500 bis. So, ich habe ihn gesagt. Print ready.
Das soll jetzt der Cursor sein. Die Zeile brauche ich gar nicht mit get. Dann kommt eine Warteschleife. Der war ein bisschen zu schnell. Dann sagen wir mal 250. Dann löscht den Cursor. Warte die gleiche Zeit ab. Next X. Und jetzt warte auf eine Tasteneingabe. Und wenn die nicht kommt, geh wieder zurück am Anfang. Printe den Cursor, lösche den Cursor und so weiter. Also wäre jetzt so eine schöne Schleife. Und er wartet im Endeffekt nur auf Get K-Dollar, auf den Tastendruck wartet er. Und wenn der kommt, dann macht er Go to 10. Und dann geht es mit dem ganzen Programm weiter. Run 350. So sieht aus. Vom Blinken her, ja, weiß ich nicht, könnte das hinhauen. Ich drücke eine Taste. Ja, und dann geht der Farbtest weiter. Ja, das war mal so ein kleiner Einblick über meine Programmierkünste, in Anführungsstriche. Und so will ich mir jetzt Step by Step hier im Basic wäre so ein bisschen reinfuchsen und werde mal das ein oder andere Video dazu drehen, wie ich das Ganze jetzt so angehe. Auch ein paar Fails mit reinbauen. Ja, weil nur dadurch kann man auch lernen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!